Hallo und herzlich willkommen zurück zu AirPods CEO. Der Kommando ist wieder am Start. Los geht's. Ja, wir warten immer noch so ein bisschen auf das Geld. Das dauert einfach sehr lange. Aber wir gucken. Gucken einfach immer weiter. Oh, sorry Leute, aber diese Scheißhitze. Wenn es euch auch heiß ist, schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich nicht, dass ich nicht der Einzigste bin. Was mit diesen Travel-Dokumenten-Scannern? Warum ist das alles so teuer? Guck mal doch einfach mal hier. Fies, nee. Zwei Wochen. Ja, wir brauchen eigentlich so viel Geld. Wir bräuchten wirklich diese 1,6 Millionen. Ich hätte auch die niedrige Rate, was wir oben drauf zahlen müssten. Aber es reicht hin und fort nicht. Das Problem ist, so ein Medium Stand kosten beide 150.000. Ich baue mein, machen wir es so. Ich baue mein Terminal aus eigenem Geld. Also ziemlich die Sizes hin, damit ich schon mal das einfach abgestimmt. Weil es gibt ja noch kein Planungstool. Das finde ich auch so ein bisschen kacke ist. Fehlt einfach noch so ein Planungstool. Wie zum Beispiel bei Prison Architect. Um diese ganzen Dimensionen einfach zu verstehen. Schauen wir doch einfach mal. Ah. Zwei oben passen da schon hin. Wie lang ist das komische Zeug? Der ist nur 15. Ich hole ja 18. Also drei mehr. Kann man das ein bisschen mal einrücken. Fuck, wie viel waren das jetzt? So ein Mist. Zwei. Drei. Und oben sind dann nochmal Ding. Oben sind dann nochmal zwei, also fünf.
Aber ich will ja eigentlich 7 haben. Ich muss mir echt mal die Struktur überlegen. Eigentlich müsste ich. Eigentlich ist es ja eigentlich gar nicht so schwer. Das ist ja. Es ist halt so schwer. Eigentlich könnte man es ja unterteilen. Ah, cool, wieder mit Schatten hier. Ja. Könnte ich mir eigentlich echt mal überlegen. Irgendwie müsste man mal so ein bisschen die Struktur wieder verändern. Ja, so ein blöder Klotz kann es ja nicht sein. So ein Scheiß, dass es einfach nicht so dieses Messungstool oder so gibt. Ich würde gerne nämlich 7 Stands haben. 2 oben und 5 auf der Seite. Aber wie lang müsste dieser Ding sein, dass ich da 7 hinbekomme? Drei. Vier. Fünf. Also so lang wie das plus da runter. Also so. 7 noch weiter runter. Also das hier. So lang müsste das sein. Aber es müsste ja eigentlich, das ist ja dann bloß die Front des ganzen Dings. Das reicht ja schon, wenn das 5 tief ist. Ne. Tief. Ja, richtig, 5 tief. Oh mein Gott, lass es 7 tief sein. Es ist halt oben so ein L. Müsste man ja eigentlich nicht überall was hinballern, weil es muss ja nicht immer nur so ein Klotz sein, um das Ganze irgendwie so ein bisschen auf den Tisch zu legen. Also das da, das braucht ja echt nicht tief zu sein, der obere Band. Ich weiß nicht, ob man da direkt so ein Stand hinklatschen soll, weil das ist ja schon echt knapp, wenn man das jetzt so macht. Schon richtig knapp, einfach nur. Bauen wir doch einfach mal los. Bauen wir doch einfach mal los. Konstruieren wir irgendwas Geiles. Machen wir das Ganze mal 3 tief. So. Ist ja nicht teuer. Sagen wir mal, da 3 tief, so. Und von der Länge her, wie lang ist denn das? 15. Gehen wir noch dazu, machen wir 18. So. So. 18. Jetzt gucken wir mal nach hier. So. In. Boah. Scheiße. Zwei Reihen fehlen noch. So. Walls. So.
Gucken wir mal nach. So. Hier. Und hier. Ja, ist sogar richtig geil. So, und dann machen wir hier so einen Streifen vor. Hier, so. Der. Ah, wie tief machen wir den? Mache ich einfach 7. 7 und wie viel? 40. Minus 3. 37. Heißt so. So. Das wird jetzt der Terminal. Aber das ist jetzt nur der Sicherheitsbereich, weil ich habe mir so ein bisschen umgedacht. Das sind jetzt einfach nur diese ganzen Wartehallen. Das ist jetzt einfach nur diese ganze Wartehallen-Scheiße. Ja, dann können wir hier sind die Stands, zack, zack. Können wir hier nämlich die Stands einfach hinklatschen. Hier, zack, 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 bis runter. Aber dass das funktioniert. So. Ja, dann machen wir das mal ganz klug hier. Das ist jetzt alles Sicherheitsbereich. Und Abflughalle und Essen und Graffel und Scheiß. Das ist praktisch jetzt nur der Bereich da vorne. Den Bereich da vorne, hier den kann man noch ein bisschen so zusammenstauchen. Den kann man doch einfach komprimieren, das ganze Zeug da. So, Sidewalk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hier noch. Strukturieren wir nämlich den ganzen Müll hier mal. So, da kommen dann die Haltebuchten wieder rein. So, dann machen wir das Ganze mal ein bisschen strukturierter. Weil dann wasten wir einfach nicht so viel Geld. Weil ich sag mal, hier da vorne viele solche Check-in-Desks mehr müssen wir nicht machen. Ich würde sagen, 5. 5 reichen wirklich locker. Da würde ich echt nicht mehr viel dazu machen. Tief ist es 5. Tief kann man hier gehen. 5 geht. Heißt 5, 4. So, das reicht. So, da können dann Koffer aufgegeben werden. Da ist dann die Schalterhalle. Und
so weiter und so weiter. Hier können wir machen, dass hier der Baggage Claim ist, dass sie einfach hier durchlaufen müssen. Hier so. Dürfte doch eigentlich klappen hier, wenn ich das so mache. So. Sie dann praktisch der Baggage Claim ist. Dann könnt ihr hier raus und dann ist das Ganze wieder Ruhe in Truhe, Karton, was auch immer. Danke übrigens an meine Webcam, dass sie heute so scheiße ist. Ah, Freunde, mit dem Bauen machen wir nächstes Mal weiter. Jetzt geht es mal wieder so ein bisschen los. Weil da sparen wir jetzt auch nicht Geld dabei, wenn wir das Ganze so ein bisschen modular machen. Ja, gucken wir mal, was da so abgeht. Deshalb drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, würde mich wirklich sehr freuen. Schaut bei den anderen vorbei. Gibt es auch jede Menge krassen Scheiß. Deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen, ciao. Bis zum nächsten Mal.